Speedway ist eine ganz besondere Motorsportart. Da muss man neben technischem Wissen viel Kondition, Ausdauer und auch eine gehörige Portion Mut besitzen, um mit so einer Spezialmaschine, die bis zu 80 PS leisten kann, um den Kurs zu driften. Die Rennbahnen sind bis zu 400 Meter lang und von einer Bretterwand umgeben, an der die Fahrer mit wenigen Zentimeter Abstand mit über 100 Sachen entlangfahren. Bremsen ist beim Speedway ein Fremdwort. Kaum ist der Winter vorbei, da wird schon fleißig geschraubt, trainiert und das neueste Material getestet, wie hier im März 2002 in Österreich. Der Zweiradmechaniker Martin Smolinski nahm sich für die Saison 2002 viel vor, wie man hier gut sieht. Jede freie Minute nützen diese Sportler aus, um fit zu sein. Denn Motorradrennsport ist Hochleistungssport, wie zum Beispiel Triathlon, Schwimmen oder Fahrradrennen. Aber Rennfahrer müssen noch mehr können, wie es hier der Martin zeigt. Das kann nicht jeder. Motorsport ist teuer. So war es für den MSC Olching ein Glücksfall, dass er die Firma Cinitec als Sponsor für die beiden Ligamannschaften gewinnen konnte. Am Karsamstag, den 30. März 2002, wurde der erste Lauf zur deutschen Juniorenmeisterschaft im Pockinger Rottal-Stadion gestartet. Der Held des Tages war wie im Vorjahr Martin Smolinski. Hans-Jörg Müller wurde in diesem Lauf Zweiter. Bei herrlichem, aber kühlem Frühlingswetter eröffnete Martin Smolinski die Saison 2002 gleich mit einem Maximumsieg. Auch sein Münchner Bierhut hatte die Winterpause gut überstanden. Und hier die Sieger. Martin Smolinski, rechts René Schäfer und links Thomas Stange. Dann die unvermeidbare Autogrammstunde. Nach dem Rennen gab es eine Weltpremiere im Smolinski-Team. Das ist ein Schmiererleben. Hochverdichtetes Warsteiner. Das schaut gut aus. Also, aber bloß ein Schaum. Prost. Auf solche Ideen kommen halt nur die Bayern. Dann gab es jede Menge Freibier. Doch der Martin musste sich sehr zurückhalten. Denn am folgenden Ostersonntag startete er beim Sechsländerkampf für Deutschland. Yeah. Müssen wir das Hitzel auf der anderen Seite anschauen. Oh. Du, Schorsch. Martin. Wir wollten noch einen Grill laden, oder? Martin. Ein 30 Liter Motor ist das. Ja. Geh. Das ist ein Hubraum. Geh mal. Da geh her. Kannst du eilig, sonst ist nichts mehr da. Steiles Durchbein, das war's. Hey, genau, soll ich machen. Ja, und wie leise das, der läuft, hol mal. Der schnurrt so vor sich hin. Am nächsten Tag, dem Ostersonntag, um 14 Uhr, marschierten die Mannschaften aus Österreich, Schweden, Dänemark, Ungarn, Tschechien und Deutschland ins Rottal-Stadion ein. Thank you.
für Deutschland waren Gerd Riss, Joachim Kugelmann und Martin Smolinski am Start. Ja, nochmal herzlichen Dank dem Spielmann. Beobachten wir den jungen Martin Smolinski bei seinem ersten großen internationalen Rennen im Jahr 2012. Lukas Trümmel aus Tschechien übernahm in diesem Lauf die Führung und gewann vor dem Dänen Bjarne Petersen und dem Schweden Niklas Klingberg. Vierter wurde Robert Notsch aus Ungarn, den fünften Platz belegte Martin Smolinski, sechster wurde der Österreicher Manuel Hautzinger. Im sechsten Lauf des Tages war der Martin wieder am Start. Bjarne Petersen übernahm die Führung, gefolgt von Attila Stefani und David Ruud aus Schweden. Martin Smolinski lag noch auf Rang 4. Doch der Martin kämpfte verbissen um jeden Meter. Die Zuschauer waren vom Kampfgeist des Martins begeistert. Bilder sprechen für sich. Gespannt warteten die Zuschauer auf den 11. Lauf. Und da war der Smolinski wieder am Start. Und er führte sogar das Fahrerfeld an. Doch auf der Gegengeraden musste er den Ungarn Robert Notsch vorbeilassen. Doch die Fans feierten den zweiten Platz des Olchingers besonders lautstark. Dritter wurde David Ruud aus Schweden vor Antonin Swart aus Tschechien. Platz 5 belegte Fritz Wallner. Letzter wurde Ronny Pedersen aus Dänemark. Unglaublich gut flog sich der Martin in diesem gut besetzten internationalen Fahrerfeld. Und für einen Wheelie ist immer Zeit. Sieger wurden die Dänen mit Ronny Pedersen, Bjarne Petersen und Hans Andersen. Die Mannschaft aus Ungarn mit Robert Notsch, Norbert Margusi und Attila Stefani wurden Zweite. Den dritten Platz belegten die Schweden mit Niklas Klingberg, David Ruud und Daniel Davidsson. Die deutsche Mannschaft kam auf Platz 4, die Tschechen auf Platz 5 und die Österreicher wurden nur Sechste. Am 28. April 2002 sah man Martin Smolinski, Joachim Kugelmann und Hans-Jörg Müller in Neustadt an der Donau, wo ein internationales Teamrennen ausgetragen wurde. Sieben Teams mit je zwei Fahrern waren am Start. Martin Smolinski und Joachim Kugelmann bildeten so ein Paar. Im Anton Kretter Stadion den Bürgermeister der Stadt Neustadt, Herrn Hans Giegel. Herzlich willkommen. Martin Smolinski. Und der Martin wird mit Sicherheit stark unterstützt von dem Mann mit der Nummer 14, denn er ist schon ein Routinier im deutschen Spielwegsport, kommt aus Stötten im Allgäu, 30 Jahre, war bereits Superliga, Bundesligameister, alle Titel hat er schon gehabt. Joachim Kugelmann. Und last but not least begrüßen wir den Reservefahrer, der ist nämlich genauso jung wie der Martin Smolinski, gerade 17 Jahre, aus Leutkirch im Allgäu, vom MSC Olching, Hans-Jörg Müller. Im ersten Lauf startete das Paar Stefan Lenko und Matej Ferian gegen das Paar Toni Kaspar und Thomas Topinka, der gleich in der ersten Kurve stürzte. Rote Flagge am Bruch, das Rennen ist abgebrochen, rote Flagge. Im Wiederholungslauf setzte sich Toni Kaspar an die Spitze und gewann vor dem ES-Boy Sam Ermolenko und Matej Ferian. Der Tscheche Thomas Topinka wurde Vierter. Im zweiten Lauf sah man die Paare David Rowe und Phil Morris
ein rein englisches Paar gegen Robert Barth und Andrea Maider. David Ho ging in Führung. Robert Barth lag an zweiter Stelle. So blieb es bis ins Ziel. Phil Morris wurde Dritter und Vierter der Italiener Andrea Maider. Kontrolliert das Rennen vor dem Deutschmeister Robert Barth. Gegen das deutsch-italienische Paar Gerd Riss und Armando Castagna um den Sieg. Gerd Riss ging in Führung und Castagna folgte ihm. Die beiden zeigten dann, wie man ein Rennen im Paarsystem führt. Einfach spitze. Lauf 4. Joachim Kugelmann und Martin Smolinski gegen Sepp Jamolenko und Matej Ferjan, also ein amerikanisch-slowenisches Paar. Matej Ferjan setzte sich gleich ab. Hinter ihm kämpften Smolinski und Kugelmann. Beide vergaßen, dass sie eigentlich ein Paar sind. Sieger wurde Matej Ferjan. Vor Martin Smolinski und Joachim Kugelmann. Sam Ermolenko fiel aus. So gab es 3 Punkte für Slowenien, USA und 3 Punkte für das deutsche Paar. Ermolenko ist draußen und Martin Smolinski jetzt gegen Joachim Kugelmann. Im 10. Lauf waren wieder die beiden Polen, Lukas Jankowski und Rafał Okoniewski gegen Kugelmann und Smolinski am Start. Rafał Okoniewski ging in Führung, doch Joachim Kugelmann war an diesem Tag in Bestform. Er nahm Okoniewski die Führung ab, gab sie nicht ab bis ins Ziel und siegte. Smolinski wurde Dritter und Jankowski Vierter. So endete der 10. Lauf mit 4:2 Punkten für das einzige rein deutsche Team. Wheelie und Shake Hand, das gehört dazu nach einem gewonnenen Lauf. Auch Lauf 14 war für die Zuschauer ein Leckerbissen. Robert Barth und Andrea Maider kämpften gegen Joachim Kugelmann und Martin Smolinski. Robert Barth und Joachim Kugelmann lieferten sich ein unglaublich hartes Rennen.
17. Lauf trafen die Engländer David Bowe und Phil Morris auf unseren Julie und Smolly, wie sie von ihren Freunden oft genannt werden. Auch dieses Rennen war vom Feinsten. Kugelmann machte sich gleich aus dem Staub. Smolinski, der junge Olchinger, unnachgiebig gegen Phil Morris und David Bowe, den der Martin dann auch etwas unsanft berührte. Der Martin musste sich dann geschlagen geben und sich mit dem vierten Platz begnügen. Für den 17-Jährigen letztlich nicht für Punkte gereicht hat. Das ist sicherlich keine Schande. Folgende Punkteverteilung siegen die 14 Joachim Kugelmann. Da erhielt zusammen mit Martin Smolinski Joachim Kugelmann erhält 3 weitere Punkte. 3 Punkte für den Bau Georg Clemens und damit hat Joachim. Das deutsche Paar Joachim Kugelmann und Martin Smolinski fuhr sich in die Herzen der Zuschauer. Kugelmann, der eher ruhige und besonnene Fahrer, und Smolinski, der junge Wilde, der oft noch etwas zu viel riskiert. Der 19. Lauf zeigte es wieder überdeutlich. Joachim Kugelmann ging in Führung. Und der Martin legte sich kurz hin. Dann die Siegerehrung. Den dritten Platz belegten die beiden Tschechen Tomáš Topinka und Toni Kaspar. Kugelmann und Smolinski wurden Zweiter. Nummer 12 und der Gärte. Und die Sieger waren Gerd Riss und Armando Castagna. Eine deutsch-italienische Kombination, die hat genau hingehauen heute. Hat alles gepasst. Hey, ein Smiling. Ein Smiling ist das. Jawohl. Lacht heute ein wenig, trotzdem fix. Ruhig, brav. Ich zähl jetzt runter. Anschließend drängten sich viele Autogrammjäger um Kugelmann und den Martin Smolinski. Im Fahrerlager schenkte das Smolinski-Team für die Fans kühles Bier aus dem extra von Raimund Schön getunten Spezialmotor aus. Am Abend lud der Sautreiber das Smolinski-Rennteam samt Anhang in sein Stammgasthaus Hörhammer nach Zolling ein. Am 30. Mai 2002 ging es nach Olching zum traditionellen Verleichnamsrennen. Auf dem Programm stand das Junioren-Europa-Semifinale der Unter-19-Jährigen. Junge Fahrer aus 9 Nationen marschierten ins Stadion ein. Das ist also die Organisation hier bei den Für Deutschland kamen René Schäfer, Hans-Jörg Müller und Martin Smolinski. Pauli Bauer und Michael Hertrich waren Reservefahrer. Im Beiprogramm wurde noch ein J-Lizenzrennen durchgeführt. Mit Olchinger Fahrern wie Stefan Kurz oder Marcel Dax, um nur einige zu nennen. Startnummer 3 aus Slowenien, Matej Zagar. Gestern war er absolut der schnellste Mann. Neben ihm schließen Nummer 7, Primož Vinovce. Nicht zu vergessen, unsere beiden Reservefahrer mit der Startnummer 17, Pauli Bauer.
der für den Arti Lassius Spielball fährt. Und die Startnummer 18, Michael Hertrich, der Teamkapitän von der Zweitligamannschaft des Tennis heute. Also herzlich willkommen, das war die. Dann ging es auf die Begrüßungsrunde und zurück ins Fahrerlager. Während die fleißigen Olchinger Funktionäre die Bahn vorbereiteten, wurde die brandneue Olchinger Speedway-CD dem Publikum präsentiert. Dann kam der lang erwartete erste Lauf zur Junioren-Europameisterschaft. Lukas Romanek im roten Helm aus Polen kam am besten weg. Hinter ihm kämpften Matej Sagar aus Slowenien und Robert Miskowiak um die Plätze 2 und 3. Letzter war der Franzose Dressayeux. Lautete Romanek, Sagar, Miskowiak, Dressayeux. Im dritten Lauf waren Hans-Jörg Müller und René Schäfer am Start. Schäfer übernahm nach der ersten Kurve die Führung. An dritter Stelle lag der Pole Lukas Stanislavski. Auf Platz 4 fuhr der Ungar Vidas Kabus. Die Zuschauer waren begeistert von den beiden Führenden Schäfer und Müller. Sah gut aus für die Deutschen. Und Schäfer siegte auch vor Müller und Stanislavski. Aus der Tschechei im gelben Helm lieferten sich einen harten Kampf um Platz 1. An dritter Stelle lag der Tscheche Limhardt. Aber das interessierte die Zuschauer nicht, denn die hielten dem Martin die Daumen. Erster Start und erster Sieg, 3 Punkte für Smolinski vor Suchanek und Linhardt. Vierter wurde Marko Flahr aus Kroatien.
Hilfe auf leichten Bahn. Der fünfte Lauf war wieder eine Sache für den Polen Lukasz Romanek. Er war an diesem Tag nicht zu schlagen. Zweiter wurde der Tscheche Thomas Suchanek vor dem Slowenen Primož Šlegar. Und vierter wurde Vidos Kavalos aus Ungarn. Im sechsten Lauf trafen Smolinski und Müller aufeinander. Smolinski ging in Führung. Doch hinter ihm entbrannte ein heißer Kampf um Platz 2. Zwischen Müller und dem Tschechen Miroslav Tenzer. Martin gewann auch sein zweites Rennen unangefochten vor Müller und Fenster. Vierter wurde der Franzose Dressayeux. Müller und Smolli erfreuten die Zuschauer mit gekonnten Wheelies. 80,7 der Stundenschnitt, 80,3 der Stundenschnitt für den Martin Smolinski und dafür gibt es auch 3 Punkte. Auf dem 11. Lauf hatte nur noch Martin Smolinski die Chance, als einziger Deutscher ins Europafinale zu kommen. Der Slowene Matej Sagar übernahm die Führung. Der Martin auf Platz 2. Fritz Wallner Österreich wurde Dritter und der Ungar Skavolos Vida wiederum nur Letzter. Lauf 13 gehörte dem bis dahin unbesiegten Lukasz Romanek. Martin Smolinski kämpfte mit dem zweiten Polen Lukasz Stanislawski um Platz 2. In der letzten Runde machte Stanislawski einen Fehler. Und schon war Kämpfer Smolinski vorbei. Der Zieleinlauf. Romanek vor Smolinski, dann Stanislawski und vierter wurde der Slowene Klenovsi. Die Rennen wurden immer spannender. So mancher konnte nicht mehr hinschauen. Besonders brenzlig wurde es im 20. Jahr, denn da war wieder der Martin am Start. Der Poli Robert Miskowiak ging in Führung. Der Martin zeigte wieder sein Draufgängertum. Er wollte unbedingt siegen, obwohl ihm der zweite Platz fürs Weiterkommen eigentlich reichte. Denn nur ein Punkt trennte ihn vom dritten Platz auf dem Siegerpodest.
Sieger wurde Lukas Romanek aus Polen. Auf Platz 2 mit 14 Punkten kam Matej Sagar aus Slowenien. Und Dritter mit 13 Punkten wurde ebenfalls ein Pole Miskowiak. Der Martin kam mit 12 Punkten auf Platz 4. Die anderen Deutschen Müller 7 Punkte und Schäfer 6 Punkte kamen leider nicht weiter. Es war schon ein Riesenerfolg für den Martin, dass er es geschafft hatte, als einziger Deutscher ins Europafinale zu kommen. Am 22. August machte sich Martins Vater, der Schorsch, mit dem Filmer Johann Schröpfer sowie dem Helfer und Dolmetscher Arthur auf den 2000 Kilometer langen Weg nach Lettland. Die Fahrt ging durch Österreich, Tschechien, Polen und Litauen nach Daugavpils in Lettland. Gehalten wurde nur zum Tanken und beim Fahrerwechsel erst kurz vor dem Ziel wurde eine längere Pause eingelegt. Und jetzt sitzen wir inmitten von Litauen, ca. 160 Kilometer vor der lettischen Grenze, machen Frühstück. Es ist 10 Minuten nach 8 am Freitag in der Früh und wir fühlen uns saumäßig wohl. Und wenn ich jetzt daran denke, dass die anderen jetzt in München-Riem am Flughafen stehen und erst Mittag um 2 Uhr in Riga landen, da sind wir schon längst auf der Bahn. Am Sonntag, den 25. August bei Sonnenaufgang, war das Smolinski-Team schon im wunderschönen Stadion von Daugavpils, um sich auf die Maschinenabnahme und auf das Training vorzubereiten. Drei Motorräder und einen Ersatzmotor hatte das Smolinski-Team mit nach Daugavpils gebracht. Aber kein Mechaniker war dabei. Mechaniker Nummer 1, der Heinerle, erkrankte an einem Herzleiden. Und der zweite Mechaniker, der Damal, konnte aus geschäftlichen Gründen nicht mit nach Lettland fahren. Also musste der Martin mit seinem Vater und dem Arthur alles alleine bewältigen. Training auf einer sehr schwierig zu fahrenden Bahn. Nichts klappte. Welches Setup sollte er nehmen? Welche Übersetzung? Welche Bedüsung? Und als einziges Team ohne offiziellen deutschen Betreuer. Da kam sich der Martin ziemlich verlassen vor. Kurz vor 18 Uhr war das Stadion mit 9000 Zuschauern schon gut gefüllt. Und im Fahrerlager herrschte hektisches Treiben. Während andere Fahrer sich in Ruhe auf das Rennen konzentrieren konnten, musste der Martin eigentlich fast die ganze Mechanikerarbeit selbst erledigen. Präsentation der Fahrer aus 9 Nationen. Martin mit der Startnummer 2.
Wtedy 16 silniejszych juniorów będzie się to godem w finał. Czyby na tej rundę sobie juniorów. Słowki wysłowiające. Wice czempion Германии среди юниоров, обладатель четвертого места в финале чемпионата Европы 2000 года Мартин Смолинский, Германия. Чемпион Словении среди взрослых нынешнего года, финалист чемпионата Европы среди юниоров прошлого и позапрошлого года, один из лидеров сборной Словении Маттей Жагар. Третий стартовый номер. Четвертый стартовый номер. Вице-чемпион Европы среди юниоров прошлого года, вице-чемпион Швеции среди юниоров Даниэль Давидсон. Пятый стартовый номер. Финалист чемпионата Европы среди юниоров 2000 года. Чемпионат мира среди юниоров 2000 года Антонио Линдбек. Большой стартовый номер. Обладатель третьего места полуфинала чемпионата Европы среди юниоров нынешнего года. Девятый стартовый номер. Роберт Мисковяк, Польша. Чемпион России среди юниоров нынешнего года, участник сборной команды России на Кубке мира Денис Гизатуллин. Auf der Tribüne die Smolly-Fans. Обладатель пятого и молодой участник этого финала. Gleich im ersten Lauf musste der Martin gegen den späteren Europameister Matthei Sagar antreten. Doch auch Lukas Romanek und Daniel Davidsson waren gefährliche Gegner. Sagar mit weißem Helm und Nummer 3. Martin mit blauem Helm und Nummer 2. Romanek auf der Innenbahn kam am besten weg. Smolinski an zweiter Stelle wurde aber von Sagar hart bedrängt. Doch Smolinski setzte sich vorerst durch. Aber dann, anfangs der zweiten Runde, gab Smolinskis Motor den Geist. Alles war zerstört. Der Motor Martins Hoffnung auf den Titel. Der Ausfall noch einmal in Zeitlupe. Zum Glück konnten alle wieder zum Wiederholungslauf antreten. Im sechsten Lauf war Martin Smolinski wieder mit dabei. Er hatte sich wieder gefasst und wollte aus seiner misslichen Lage noch das Beste machen. Aber er fand einfach nicht die richtige Abstimmung für die Bahn. Wie ein Cowboy auf einem wilden Mustang ritt er um den Kurs. Die Zuschauer jubelten. Denn sie glaubten, der Martin will mit einigen Willis die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Doch in Wirklichkeit war er einem Sturz näher als einem Sieg.
Sieger wurde der Däne Kenneth Gehr vor dem Russen Grigori Laguta. Smolinski wurde Dritter und den vierten Platz belegte der Tscheche Miroslav Benzl. Wurde sehr hart, aber auch fair gekämpft. Die vielen Zuschauer waren begeistert. Auch der einzige Deutsche, Martin Smolinski, wurde trotz seines Pechs noch zum Publikum zurück. Hier im 14. Lauf lag der dunkelhäutige Schwede Lindbeck vor seinem Landsmann Lindgren in Führung. Smolly kämpfte um Platz 3. Dann stürzte der Schwede. Das Rennen wurde abgebrochen. Der Sturz noch einmal in Zeitlupe. Der Martin nahm seinen farbigen Pechvogel mit ins Fahrerlager, was ihm weitere Sympathien beim Publikum einbrachte. Im Wiederholungslauf siegte Frederik Lindgren aus Schweden vor Smolinski und dem Lettländer Leonid Kaura. Die Sonne ging schon unter, es wurde langsam dunkel im Stadion. Doch der Kampf ging weiter, obwohl der neue Europameister schon feststand. Hier im 18. Lauf wollte es der Martin noch einmal wissen. Er lag hinter dem Polen Robert Miskowiak an zweiter Stelle. In der letzten Runde musste er den Polen Kasprzak vorbeilassen und wurde somit nur Dritter. Aber die Worte sind doch nicht, dass sie sich auf die Wolle
Matej Sagar aus Slowenien. Er gewann alle seine Läufe und wurde überlegen Europameister 2002. Auf Platz 1 Matej Sagar aus Slowenien. Vizemeister wurde der Däne Kenneth Jähr. Und den dritten Platz belegte Jonas Davidsson aus Schweden. Martin Smolinski wurde weit unter seinem Wert geschlagen. Er wurde 13. Am Montagmorgen wurde die deutsche Crew mit dem Masch, Günther Kern, Gigi und Gabi und dem Martin zum Flugplatz nach Riga gebracht. Mit dabei auch Wolfgang Ziller, Jurypräsident, der die Fahrt organisierte. Servus, Hotel Papardi in Daugavpils in Lettland. Und du musst mir helfen, Hans, weil wir müssen die Dachluke reparieren. Wir haben nämlich die Dachluke im Fahrerlager zur Unterfahrt. Bin ich nämlich reingefahren und wutsch und war die Dachluke weg. Und auch der Schorsch machte sich mit seinem Filmer Johann und dem Helfer Arthur wieder zurück auf die lange Fahrt nach Olten. Endlos lange LKW-Schlangen vor dem Grenzübergang nach Litauen. Am 12. Oktober 2002 fand in dem schon zur Legende gewordenen Motodrom Halbemond im Norden der Endlauf der deutschen Speedway-Meisterschaft statt. Dieses einmalige Speedway-Stadion in Deutschland wurde extra für das WM-Finale 1983 erbaut und ein Mann nutzte diese Gelegenheit und wurde mit Maximum Sieger und bis heute einziger deutscher Speedway-Weltmeister. Es war Egon Müller aus Kiel, der dieses Grundstück fertig macht. Bei herrlichem Sonnenschein, aber eiskaltem Wind wurde ab 11 Uhr fleißig trainiert. Martin Smolinski, hier auf der Bahn, und auch Stefan Bachhuber und René Schäfer wagten sich bei dieser Kälte um 0 Grad als Erste auf die Bahn. Um 16.30 Uhr wurde mit der Fahrervorstellung begonnen. Aber zuerst wurde Deutschlands erster und bis heute einziger Speedway-Weltmeister vorgestellt und geehrt, nämlich Egon Müller. Der erste Speedway-Weltmeister, der aus Deutschland kam, und das wird Max geworden. Hier steht er, Egon Müller! Dann die Begrüßung der Fahrer. Begonnen bei Robbie Kessler, wir freuen uns auf Mirko Wolter, weiter begrüßen wir
wir den frisch gebackenen deutschen... So wie Hans-Jörg Pingel. Die Konkurrenz kommt natürlich auch aus dem Süden, auch er schon mit englischer Liga-Erfahrung. Achim Kugelmann. Wir freuen uns auf den aktuellen vierten. Der Landmann-Marte will es natürlich heute Abend wissen. Wir freuen uns auf Tommy Stange. Wie immer in hübscher Verkleidung unser Martin Smolinski. Dann, ich darf es ja sagen, unser langer Lulatsch. Der fährt ja ebenfalls für den SC Neuknick. Fast immer als One-Man-Team auf den Rennen dabei, Jörn Danielczyk. Weiter wird natürlich heute Abend kräftig Gas geben, um gleich mal den Titel mitzunehmen, Roberto Dina. Das gleiche gilt aber auch für den Dritten in der deutschen Speedway-Mannschaftsmeisterschaft, Klaus Henning Loh. Auch er möchte nach langer Zeit mal wieder eine deutsche Bahn testen, und zwar das Weltmeisterschaftsstadion, das Bodendom in Heilbronn. Wir freuen uns auf Steffen Mell. Den Regen hat Gott sei Dank bei sich zu Hause gelassen, unser Sportkamerad Happy Rudolf. Auch nicht mehr gerade zu der allerjüngsten Garde. Neun startet. Innen nach außen. Ronny Weiß, roter Helm dazu. Jörg Pingel blau. Joachim Kugelmann weiß und ganz außen Martin Smolinski. Der dann auch vor Kugelmann die Führung übernahm. Die gab er nicht mehr ab. Vier Runden lang. Und er gewann sein erstes Rennen bei der deutschen Meisterschaft 2002. Linsky und Kugelmann sind ja beide Mannschaftskollegen beim Erstligaklub MSC Olching. Joachim Kugelmann ärgerte sich wahrscheinlich so sehr über seinen schlechten Auftakt, dass er beim Fahrerlagertor den Martin übersah. Oder war es Absicht? Die Situation noch einmal in Zeitlupe. Finale. Die vier besten Fahrer des Tages. Mirko Wolter, Robert Kessler, Joachim Kugelmann und Martin Smolinski kämpften hier im Endlauf um den Meistertitel. Robby Kessler übernahm die Führung, gefolgt von Mirko Wolter, Smolinski und Kugelmann. Sie lieferten sich einen harten Kampf, wobei Kugelmann nach einigen Aufsteigern zu unüberlegt wurde. Und den Martin dann vom Motorrad holte. Das Rennen wurde abgebrochen. Der Martin Smolinski war natürlich außer sich vor Wut. Die Bilder sprechen für sich. Joachim Kugelmann wurde für das Finale disqualifiziert.
im Wiederholungslauf übernahm gleich Mirko Wolter die Führung vor Robert Kessler und Martin Smolinski. Martin probierte alles, aber es blieb beim dritten Platz. So endete etwas spektakulär das 100. Speedway-Rennen des MSC Norden. Deutscher Meister 2002 wurde Mirko Wolter und seine Fans ließen ihn hochleben. Auch Martin Smolinski und sein Team mit Damal und Mario freuten sich riesig über den dritten Platz in der deutschen Meisterschaft. Martin gratuliert dem neuen deutschen Meister Mirko Wolter. Und so klingt es, wenn ein Bayer im Norden auf dem Treppchen steht. Ein junger Trompeter spielte dann zu Ehren der Sieger die Nationalhymne. Das waren einige Rennausschnitte vom Jahr 2002 mit dem 17-jährigen internationalen Speedway-Fahrer Martin Smolinski. Einer der ersten Gratulanten übrigens bei Martin war Weltmeister Egon Müller. Egon,